Hallo und willkommen zurück bei Dragon Age Inquisition hier in der Ruine, die ich nicht kenne. Ich habe meinen Trankvorrat aufgefüllt, deswegen die anderen haben auch alle ein Pflaster bekommen. Jetzt will ich erstmal hier gucken, was das hier ist. Rasikals Griff. Der Nebel zog rasch herauf, hüllte die Welt in Schatten und machte die Steine unter unseren Füßen gefährlich glitschig. Ich wusste, wir mussten Schutz suchen, bevor auch dieses letzte schwache Licht verschwunden wäre. Ragnars breiten, bemalten Rücken folgend, stolperten wir weiter, bis wir schließlich just in dem Moment einen alten Tevinter-Tempel erreichten, als uns das letzte Tageslicht verließ. Ragnar wies uns an, unser Lager im Schutz des Eingangskorridors aufzuschlagen und warnte uns davor, tiefer in die Ruinen vorzudringen. Seine Stimme war ein nervöses Flüstern und ich wusste sofort, dass er Angst hatte. Um die anderen Teilnehmer unserer Expedition nicht zu beunruhigen, nahm ich Ragnar beiseite und unterhielt mich mit ihm. Einige der Avar, so erzählte er mir, glaubten, der Tempel werde von alten, rachsüchtigen Geistern heimgesucht. Die Tevinteraner waren vor langer Zeit hierher gekommen, bauten ihre gewaltigen Tempel und gaben sie dann allesamt eines Tages urplötzlich auf. Ragnar war davon überzeugt, sie hätten hier etwas Schreckliches getan. Konnte mir jedoch nicht sagen, was es gewesen sein könnte. Doch was auch immer der Grund war, er fand den Tempel zutiefst beunruhigend und hatte uns nur aus Verzweiflung dorthin geführt. Ich schlief in dieser Nacht unruhig. Einmal öffnete ich meine Augen und sah ein pulsierendes, bernsteinfarbenes Licht, das es einen zweiten Gang drang. Ich blinzelte und es war fort. Am nächsten Morgen hatte sich der Nebel gelichtet und ich war mir nicht mehr sicher, ob ich das Licht tatsächlich oder nur im Traum gesehen hatte. Aus den Reisetagebüchern des Entdeckers und Ritters Sir Nigel. Okay. Ja, oder Tempel halt. Das sieht aber echt nicht so gut aus. Komm erstmal. Da hinten war ja auch noch irgendwie ein Weg oder ein Gang oder sonst irgendwie was. Mal hier fröhlich vor sich hin pingen. Nicht, dass wir einfach hier irgendwas übersehen. Okay, das ist nur ein Ausguck. Gut, dann gehen wir zu der Tür und öffnen diese mal, sofern wir sie öffnen können. Ich habe ja keinen Schurken dabei. Aber wir können sonst schnell in eins unserer Baumhäuser porten und dann einen Schurken mitnehmen. Das ist ja alles kein Ding. An der anderen Seite verriegelt. Da hilft auch kein Schurke. Kommen wir anders irgendwie dahin? Ich frage mich, welcher bedauernswerte Bürokrat wohl dachte, der Bau eines Außenpostens hier draußen würde seiner Karriere guttun. Da ist irgendwas Tolles dahinter. Es leuchtet, aber es... Ich weiß halt nicht, ob es, wenn es bei Tevinteraner-Tempeln irgendwie leuchtet, das hat meistens immer irgendwie was ganz Schlimmes. Da liegt noch Blut rum. Von den ganzen Avar, die wir hier getötet haben. Okay, da kommen wir nicht rein. Ich würde gerne reinkommen, ich weiß aber nicht wie. Sehr wahrscheinlich muss man das hier mit diesen Hebeln was zu tun hat, die hier überall rum stehen. Aber hier können wir nur ziehen, aber nichts passiert. Mist. Ja, Mist. Und ist auch ein Hebel. Das ist einer der Hebel, die wir schon kennen. Die andere Frage ist, wie kommen wir da hin? Nee. Das ist ein hohler Baumstumpf. Können wir über den hohlen Baumstumpf dahin?
Es ist kein hohler Baumstumpf, verdammt. Ja, aber hier ist unser Baumhaus. Den richtigen Weg. Ich weiß nämlich nicht, ob ich mich da runtergestürzt hätte, ob das gut ausgegangen wäre. Hier rum. Da. Ich nehme an, wir müssen etwas anderes versuchen. Ja, Dorian, du bist hier der Tevinter-Experte. Sag was. Was wir da anders versuchen sollen. Irgendwie ein Hinweis. Deswegen, überall stehen diese bescheuerten Dinger da mit ihrem Hebel. Und keiner sagt hier irgendwas von wegen, nein, das ist der falsche Hebel. Wir sollten den weiter im Süden versuchen. Denn hier eigentlich? Was wollte ich eigentlich machen? Zuerst mal wieder Avar verprügeln. Wir sollten das Gebiet durchsuchen. Los! Wer blüht sie denn? Na, bleib hier. Magie hier. Habe ich ja gar nicht mitbekommen, dass hier noch irgendwie so ein Magier dabei rumtont. Wobei, ich habe ihn ja eigentlich gehört. Da lang? Okay. Aber hier sind noch ein paar Leute. Zu den Waffen! Genau, Bulle, wir nehmen uns den Mann. Stirb, Krieger! So, Krabums. Der ist auch schon down. Bulle, hau mal richtig zu, dass der mal hier liegt. Und das hat ja eben schon ganz gut funktioniert. Ihr den da mal bitte? Nur weil ich jetzt nicht haue, heißt das so lange nicht, dass ihr da rumstehen könnt. Auch nur Baumwolle. Ist sehr armselig.
Ein nicht abgeschickter Brief, liebe Tante Jacqueline. In meinem letzten Brief habe ich gejammert, weil ich in die Frostgipfelsenke musste. Ja, ich gebe zu, dass ich gejammert habe. Bevor wir aufbrachen, habe ich sogar versucht, Gerard davon zu überzeugen, meinen Platz einzunehmen. Ich glaube, ich hatte Angst und wollte es nicht zugeben. Ich habe gedacht, ich höre hier schon Stimmen wieder von irgendwelchen Magiern. Jetzt aber freue ich mich, sagen zu können, dass ich ein Idiot war. Die Reise hierher war unglaublich. Ich fühle mich, als hätte ich eine Bestimmung. Das klingt überheblich, oder? Aber ich mache endlich etwas Interessantes und Wichtiges. Ich habe mich sogar mit einigen Soldaten der Inquisition angefreundet. Einer von ihnen war noch nie in Val Royeau. Letztes Jahr hätte ich ihn deshalb noch ausgelacht, aber er ist weiter rumgekommen als ich. Wie könnte ich da über ihn urteilen? Auf jeden Fall habe ich ihm versprochen, ihm die Stadt zu zeigen, wenn er das nächste Mal ein paar freie Tage hat. Es könnte sein, dass mir vorerst die Zeit fehlt, dir wieder zu schreiben. Es gibt hier so viel zu tun. Chase. Von welcher Inquisition wird denn da jetzt gesprochen? Von der alten? Oder von unseren? Weil das hier sieht ja ein bisschen alt und verfallen aus. Das kann eigentlich fast nicht unsere sein. Okay, Karte. Da haben wir einen Riss. Da müssen wir hin zurück. Da ist... die Bären. Ja, was machen wir denn jetzt hier? Gucken wir, dass wir den Riss hier... oder den Riss. Dann werden wir die Quest hier fertig. Oh, eigentlich will ich keine Risse machen. Und eigentlich würde ich ja keine Risse machen, weil diese komischen, dappischen Magier-Springfutzel-Typen da immer dabei sind. Also zumindest mal zu einem sehr hohen Prozentsatz. Und die kann ich ja so gut leiden, ungefähr so wie grüne Pickel am Hintern. Die Fauna flüchtet schon. Kann ja nur ein Spaß werden hier. Ja, zumindest sind hier meine Energiebalken wieder voll. Das heißt, selbst wenn da wieder so eine ganze Armee von diesen ganz dicken Viechern kriegen, können wir dann wunderbar hier wegschnetzeln. Bulle! Vollidiot! Hey, ja, Dorian. Da muss der komische Typ auch schon lachen. Ey. Papier. Lass Dorian in Ruhe. Der macht zumindest hier noch ein bisschen Schaden. Baum drin.
hier wieder ein Gewimmel. Einer weniger. Leider nur einer. Ich würde gerne den Dicken hier durchstehen. Egal. Wir verprügeln einfach mal gerade alles hier. Du! Spinnmilch! Ausgesponnen! Okay, mach zu den Mist, bevor da noch irgendwelche Leute rauskommen. Bäh. Ihr wart doch schon mal in Manrathis, oder, Dorian? Selbstverständlich. Ich bin ja kein Bauer. Wart ihr je in diesem Haus am Vivazi-Platz? Den mit der großen geborstenen Glocke, die vom Dach hängt? Den mit den Tänzern? Ja. Na toll, jetzt bekomme ich Heimweh. Oh. Jetzt bekommt Dorian Heimweh. So. Nee. Das war dieser Riss. Wie komme ich jetzt da runter? Waren wir hier nicht schon mal? Nee, oder? Keiner. Es kommt mir merkwürdig vertraut vor. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ja. Okay, doch, die Klippe kommt mir vertraut vor. Aus unerfindlichen Gründen. Strip. Was haben wir denn hier? Nichts. Schade. So, wie sieht's aus? Mit merkwürdigen Rissen? In dieser Richtung? Vielleicht sollten wir... Klack, klack. Fahren wir hier nach oben. Tanken auf. Ja, tanken auf. Tanken auf. Rüstung, Waffen herstellen. Ja, ist alles schön und gut. Ich hätte nur gerne einen Tisch, wo wir Tränke herstellen. Ach. Höchstens rasten, das will ich eigentlich nicht. Tränke. Egal. Okidoki. Wo war der Lift? Natürlich auch den Aufzug verwenden, aber... Okay, wir müssen diesen Aufzug verwenden. Ich hab gedacht, das wäre halt ein anderer. Gut. Tränke aufgefüllt. Dann schauen wir mal, ob wir den Riss finden. Was ist das da für eine... für eine ulkige Wand? Achso, das ist, wo wir schon mal aufgeräumt haben. Ja, der hier einen blöden Fluss mit den Spinnen.
Wurzeln sind auch inquisitionssicher, zumindest was das Springen angeht. Okay. Es ist weiter oben. Dann gehen wir da mal gucken. Allerdings, ich weiß nicht. Nee, diese Folge wird das nichts mehr. Weil das wird ja wieder ein etwas längerer Kampf hier immer. Yep. Und wir drehen mal kurz hier um, verstecken uns und beenden die Folge hier an dieser Stelle. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Dann mit dem Riss. Ich werde hier die drei noch irgendwie leveln. Also bis zum nächsten Mal.